Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Ultima 2. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr seht schon, ich habe ein wenig Geld noch verdient und das bei Lord British gegen HP umgewandelt oder umgetauscht. Wir haben jetzt 8200 Gold. Danach ist mir ehrlich gesagt die Lust ausgegangen und ich habe gesagt, ja, besser gesagt, ich hoffe, dass dieses Geld, dass die HP auch reichen wird für das, was wir in dieser Folge vorhaben. Außerdem haben wir noch über 500 Gold übrig, aber das brauchen wir ja auch, um den Ring noch zu bekommen. Jetzt ist nur die Frage, ich weiß nicht mehr, wo der Ring gewesen ist. War der jetzt hier? Oder war der in dieser Stadt in Großbritannien? Da haben wir auf jeden Fall den Flughafen, da ist Gwen und Iolo wieder. Ja, hier war's. So, hier können wir dieses Ding aufmachen. Das aufmachen und da haben wir a tree und ein Typ, der hier rumsteht, wenn wir mit dem reden, murmelt der alte Mann, ich bin ein alter Mann. Ja, und den geben wir jetzt das, laut dem Rätsel, das wir hatten, wo wir nicht hingegangen sind, wegen dem Orakel, weil das so viel Geld wollte, soll der alte Mann unter einem Baum quasi diesen Ring haben. Was nirgends stand, ist, wie man den Ring kriegt. Wir müssen den nämlich 500 Gold, also genauso wie bei diesem Quicksword, den 500 Gold geben. Das steht nirgends, das muss man quasi ausprobieren. So, wir offern dir Geld, und zwar 500. The ring is yours. Ja, der Ring gehört uns. Und da haben wir ihn auch schon. Ja, Ring. Und damit sind wir eigentlich sogar schon hier fertig. Und können ins Zeitalter der Legenden gehen. Was, Zeitalter? Ja, Zeitalter der Legenden gehen. Da ist nämlich Minax Schloss, von dem sie aus alles macht. Die ganze Welt versucht zu zerstören. Wir speichern. Also, wir haben den Ring. Wir haben hoffentlich genug HP. Unsere Werte sind, denke ich, in Ordnung. Charisma, Wisdom und Intelligenz, also Weisheit und Intelligenz brauchen wir ja nicht, da wir nichts mehr kaufen müssen und da wir auch keinen Zauberer oder so spielen. 16 Schlüssel haben wir noch, aber ich glaube, die brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Fackeln haben wir jetzt 0. Da ist dieses übliche Problem, das wir auch haben bei diesen Werten, wenn wir 99 haben. Und überschreiten 99, gibt es ein Rollback und dann haben wir auf einmal wieder 0. Aber Fackeln brauchen wir eh nicht. Aber da muss man auch aufpassen. Da muss man auch aufpassen, dass man da nicht so zu viel macht quasi. So. Wir könnten ganz einfach mit dem Schiff, beziehungsweise zum Schiff zu einer Zeitpforte fahren und dann dahin fahren. In das Zeitalter der Legenden. Aber ach Gott, einen Moment, ich muss was trinken. Ja, besser. Aber es gibt einen kleinen Trick. Im Zeitalter Legenden gibt es nämlich auch sehr, sehr viele gefährliche Gegner. Und die kann man alle umgehen, ohne dass man sie bekämpfen muss und dabei viel HP je nachdem verliert. Und dazu brauchen wir das Flugzeug. Also nochmal in die Stadt zurück. Flugzeug. Und dann gehen wir nämlich mit dem Flugzeug ins Zeitalter der Legenden. Ihr werdet gleich sehen, warum das so ist. Warum ich sage, dass das um einiges einfacher ist. So. Du bist uns wieder im Weg. So, und starten. Und nochmal starten. Und jetzt fliegen wir zur Zeitpforte, wo uns zur Dings führt. Und das müsste in, ich glaube, Australien muss das gewesen sein. Oh, da wäre sie gewesen. Bord rein. Warum kann ich mich nicht... Ach, wir sind paralysiert gewesen, Mist. So, da haben wir nochmal das Schild. 1999 AD. Und ich dachte, es wäre schon irgendwie was passiert. Aber wir waren nur paralysiert.
So, jetzt sind wir hier im Zeitalter der Legenden, wenn wir das Schild uns anschauen. Enter the Sign Reads Amos Legends. Gut. Wir starten nochmal und jetzt sehen wir mal, wie viele Gegner hier es gibt. Und es sind auch nicht unbedingt die leichtesten Gegner. Wenn wir hier weiterfliegen, da haben wir das Schloss von Dings und da sind auch haufenweise Gegner. Und die können wir jetzt einfach rausloggen. Da fliegen wir jetzt einfach nämlich mit dem Flugzeug hier rüber. Landen wir. Oh, zu früh. So, kommt mal alle her. Und alle rausgeloggt. Und nein, noch nicht alle rausgeloggt. Immer noch nicht alle rausgeloggt. Jetzt sind aber alle draußen. So, und das ist ein guter Trick. Oh, wir machen das jetzt noch ein bisschen anders. Wir loggen sie jetzt alle noch hier rüber. So, hier sind sie nämlich überhaupt kein Problem mehr. Wenn wir hier landen, kommen sie nämlich nicht mehr hier rein. So, gelandet. Und jetzt würden sie nämlich nicht mehr hier reinkommen. Weil wir hier unten stehen. Und das heißt, sie gehen nicht automatisch hier hoch, um hier reinzukommen. Viel, viel gespart haben wir. Da haben wir wirklich extrem viel gespart an Gegnern. Normalerweise hätten wir die Gegner alle erledigen müssen, dann hätten wir wahrscheinlich nochmal zurückgehen müssen, Geld verdienen müssen, HP nochmal machen müssen. Aber mit dem Flugzeug, wie ihr gesehen habt, kein Problem, ihr könnt die rausloggen. Wenn sie draußen sind, kommen sie nicht wieder. Dann landen wir da vorm Schloss, speichern und gehen ins Schloss rein. Sehr schön. Ender Castle. Jetzt haben wir hier, ihr seht diese Dinger hier. Da werden wir normalerweise nicht durchkommen oder einen Haufen Schaden nehmen. Aber dieser Ring, den wir haben, der beschützt uns. Das heißt, wir kommen hier einfach durch. Und das ist doch schon mal ziemlich gut. Die sind uns feindlich gesinnt. Da haben wir Homer the Salesman asked, do you want a life insurrection? In der Leichenhalle bietet uns also eine Lebensversicherung an. Okay. Oh, da haben wir Gegner. Die auch einiges aushalten. Ein bisschen hustig gerade drauf. Oh, wir schlafen. So, die sind weg. Die greifen uns nicht an, oder? Nee. Können wir mit denen hier eigentlich reden? Sind eingesperrt in der Folterkammer und fragen immer noch, ob wir was kaufen wollen. Ha, klasse. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo wir genau hin müssen. Da ist ein Museum mit den ganzen Klassen, die wir haben. Ich glaube, wir mussten hier hochgehen. Kleiner Moment bitte. So, da bin ich wieder. Entschuldigt. Irgendetwas. Ich habe auf einmal so ein richtiges Kratzen im Hals gehabt und einen Husten. So richtig viel Husten und so weiter. Irgendwas aber, glaube ich, hier im Raum hat mich dazu verleitet. Irgendwas in der Luft war hier drin, was mich zum Husten gebracht hat. Jetzt geht's auch wieder besser, aber ja. Angenehm war es nicht. So, was war das? Ja, da haben wir schon wieder Gegner. Erledigen wir die noch einfach. Dann sind sie uns nämlich nicht im Weg. Ah, das ist so einer. Verdammt. Das ist, glaube ich, einer, der unzerstörbar ist. Wir treffen jedenfalls nicht.
Krumpf. Doch, jetzt treffen wir. Nee, das war der Herr, wo wir nicht treffen. Der... Oh, wo kommen wir denn? Boah, verdammt. Jetzt sind wir fast tot. So. So, jetzt bleibt er auf jeden Fall hier drin. Boah, das hat uns jetzt viel HP gekostet. Das habt ihr gesehen, ich habe nicht getroffen. Alle anderen habe ich getroffen. Aber das ist so wie ein Wächter, wo wir öfters mal hatten. Der... Der macht nichts. Wie so ein Wächter, der unsterblich war. Und es muss ja genauso gewesen sein. Ich hoffe, dass ich jetzt das noch schaffe. Und da haben wir sie. Menax. Thousand Deaths, a hero only one. Ja. So, sie ist gegangen. Das ist das Übliche. Sie spricht mit uns oder man kann mit ihr sprechen. Aber... Man kann eigentlich nur sie angreifen. Also man kann kurz mit ihr reden. Habt ihr ja gerade gesehen gehabt. 1000 Tode wünscht sie uns. Dann greift man sie an und dann verschwindet sie. Das sieht man auch. Kammer 1. Es gibt auch eine Kammer 2 und da müssen wir jetzt hingehen. Halten wir uns von der fern. Und die Kammer 2 war, glaube ich... Ja, da haben wir noch einiges. Gefangenenzellen hier. Zeitpforten. Ja, Timezonen. Greifst du an? Nein, du greifst nicht an. Da ist eine Apotheke. Mhm. Da ist die Diebesgilde. Und wir müssen hier runtergehen. Und da haben wir Kammer 2. Und jetzt greifen wir sie wieder an. Und sie. Wir treffen und sie verschwindet. Boah, ich hoffe, dass es noch geht mit unserer HP. Der eine hat so viel Schaden gemacht, vor allem weil wir nicht weggekommen sind. Und wir konnten ihn auch nicht erledigen. Hätten wir ihn erledigen können, alles wäre kein Problem gewesen. Dann wäre wirklich kein Problem gewesen. Dann wäre er weg gewesen, hätte uns nicht so viel HP gekostet. So, da ist sie wieder. Schnell hin. Und wieder zurück in die andere Kammer. Das hätte echt kein Problem gewesen. Überhaupt kein Problem gewesen, wenn wir den erledigt hätten. Aber so haben wir extrem viel HP verloren. Und wieder. Oh, jetzt hat es uns aber auch viel abgezogen. Ich glaube, wahrscheinlich müssen wir nochmal neu laden. Die ersten Gegner zu erledigen, die waren ja eigentlich ganz in Ordnung. Das hat ja ganz gut geklappt. Oh nee, jetzt kommt auch nochmal ein weiterer. Okay, das war klar, dass das nicht klappen wird. Von daher, wir fangen einfach nochmal von vorne an. Jetzt gehen wir mal... Ah, okay, die müssen wir, glaube ich, erledigen. Den können wir auf jeden Fall erledigen. Und das ist derjenige, den wir nicht erledigen können. Kommt mal hier mit rein. Zeit negieren. Raus. Die können wir erledigen. Ah, Leute, was soll denn das für ein Scheiß hier? Gehen wir mal hierher. So, jetzt sind sie weg. Und der ist auch eingesperrt. Ja, also... Teilweise ist es doch schon relativ unfair mit diesen ganzen Schlafen und Paralysieren, aber jetzt haben wir mehr HP, jetzt sollte es eigentlich alles ohne Probleme gehen. Oh, da haben wir nochmal Gegner. Mist.
Aber die gehen. 3000 noch. Gut, dass ich da noch über 8000 HP mir geholt habe. Das Problem ist, wir können jetzt auch nicht zurück. Wir können jetzt auch nicht zurückgehen. Weil sobald wir das Schloss wieder verlassen, ist alles wieder zurückgesetzt, quasi. Wow, wow, wow. 1700 nur noch. Und ich habe keine Ahnung, wie oft wir das machen müssen hier. Ja, das kann schon wieder etwas übler werden. Wenn nicht, müssen wir am Anfang doch irgendwie versuchen, mehr... Ja, ich glaube, ich laufe nicht direkt mehr auf sie zu. Ich glaube, ich versuche es anders. Wenn wir... Okay, wir haben es geschafft. Minax is dead. All her walk shall die. Ja, ich habe eigentlich gedacht, wir laufen so runter, dann kriegt sie uns nicht, aber da hat sie uns auch gekriegt. Aber wir haben es geschafft mit relativ wenig HP nur noch, aber wir haben es geschafft. Minax ist gestorben. You have saved the universe. Du hast das Universum gerettet. Und Ultima 2 abgeschlossen. Beendet. Suche eine neue Herausforderung mit Exodus in Ultima 3. Also schon mal Werbung für Ultima 3 gemacht. Ja, das war also Ultima 2. Ich finde es schade, dass da nur so ein ganz kleines bisschen Text kommt. In Ultima 1 haben wir ja noch richtig einen schönen großen Text gehabt mit einer Abschlussdings, mit sozusagen Outro. Aber ja, das ist ja nicht der Fall. Ja, können wir jetzt eigentlich wieder landen mit dem Ding hier noch? Und warum sitzen wir überhaupt in einer Rakete auf einmal drin? Nee, geht nicht. Okay. Man kann also sagen, wir haben Minax besiegt. Die Erde ist gerettet. Minax manipuliert die Erde nicht mehr aus dem Zeitalter der Legenden. Das heißt, es wird kein Armageddon mehr geben. Das war, wie wir gesehen haben, hoffentlich jedenfalls nicht. Lord British wird nicht mehr hier sein, sondern wird zurück nach Sosoria gehen, beziehungsweise er wird nach Sosoria gehen, das ist dir anscheinend hier auch nicht passiert, und dort von Charmino in Empfang genommen werden, der ihm den Namen Lord British gibt. Im Großen und Ganzen heißt es allerdings auch, dass dann Mundane existieren wird und rummachen wird, den wir dann besiegen werden. Seine Geliebte wird dann auf Rache sinnen und die Erde, zur Erde gehen und die Erde versuchen zu zerstören, indem sie die Zeit manipuliert. Scheiße, wir haben eine Zeitschleife drin. Ja. Zeitreisen werden das Ganze doch etwas kompliziert gemacht werden. Oder so ähnlich. Wie auch immer, ein ziemlich krasses Spiel. Ich finde cool, dass er jetzt hat, oder besser als im Ultima 1, dass er dieses Space-Dings, diese Space-Kämpfe da, Weltraumkämpfe, dass sie die rausgenommen haben. Das war eine gute Idee, finde ich. Was mir aber nicht gefallen hat, ist, dass man wirklich grinden muss ohne Ende, und zwar noch mehr als im ersten Teil. Man muss grinden, um Geld zu kriegen. Man kann Sachen nicht verkaufen. Man grindet für HP, für Ausrüstung, wieder für HP, für das Schwert, für den Ring, für HP und so weiter und so fort. Für die Attribute natürlich noch, habe ich ganz vergessen jetzt. Und das gefällt mir nicht, wie es gemacht ist. Naja, ich bin jetzt mal auf Ultima 3 gespannt. Das haben sie da schon, ich glaube, da haben sie schon um einiges mehr reingemacht. Es soll um einiges besser sein, glaube ich, als Ultima 1 und 2. Vor allem, du hast dann auch richtig eine Party. Nicht so, dass du hier alleine alles machst, sondern richtig das erste Mal mit einer Party zusammen. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen ausführlicher von Story her. Und grindlastig, das weiß ich nicht. Das muss ich mir noch anschauen. Aber ich bin jedenfalls mal gespannt. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Hat mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Und bis Ultima 3 oder einen anderen Let's Play. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.